Das ist der neue BQ Huracan. Und auch wenn das Ganze auf den ersten Blick wie ein weiterer 220x220mm Bettschubser aussieht, steckt deutlich mehr dahinter. Zum Beispiel Clipper-Firmware von Werk aus. Und das nicht nur über ein externes Display, sondern direkt unter der Haube mit leistungsstarkem Mainboard, welches Wi-Fi, LAN-Anschluss, USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss und diverse SD-Kartenslots bietet. Über den SPI-Anschluss kann zudem der mitgelieferte Beschleunigungssensor angeschlossen werden, der dann Resonanzen direkt am Drucker misst und mit Input Shaper über Clipper ausgleicht. Ja, ich weiß, das klingt sehr kompliziert, ist hier aber wirklich sehr einsteigerfreundlich geregelt, schauen wir uns alles noch genau an. Unterm Strich ist wichtig, dass daraus sehr saubere Druckergebnisse resultieren und davon hatte ich einige, teilweise sogar mit ein wenig Überraschung, was die Geschwindigkeit angeht, doch dazu auch gleich mehr. Kompromisse gibt es auch, die Z-Achse wird zum Beispiel nur einseitig geführt und es gibt keinen Direct Extruder, sondern ein klassisches Baudenschlauch-Setup, das in meinen Tests bei TPU rumgezickt hat. Da wären dann die optionalen Upgrades interessant, die BQ für den Huracan anbietet. Doppelte Z-Achse, Direct Extruder, Display, gibt es alles. Ihr seht schon, wir haben heute wirklich eine Menge vor und dabei habe ich euch nicht mal mein Lieblingsfeature angeteasert. Und zwar das modulare Heizbett, welches per Schalter sogar während eines Druckvorgangs zwischen kleiner und großer Zone hin und her geschaltet werden kann. In einem anderen Video habe ich es mir gewünscht und hier haben wir dann den ersten, ich sag mal, bezahlbaren Drucker, der es kann. Hier kann man das ganz gut sehen. Statt 240 Watt für das volle Heizbett werden dann nur 100 Watt gebraucht, eben wenn man kleinere Sachen druckt. Ja, Strom ist auch ein gutes Stichwort, denn bevor ihr alle Infos zum Huracan bekommt, danke ich dem Sponsor des heutigen Videos. Und das ist heute Anker mit dem 555 Powerhouse. Ausgerüstet mit modernen und vor allem haltbaren Lithium-Eisenphosphat-Batterien bietet die Powerstation 1024 Wattstunden Kapazität und eine maximale Ausgangsleistung von 1000 Watt. Ihr könnt hier zum Beispiel problemlos einen Bohrhammer anschließen und loslegen. Gerade auf Baustellen, wo noch kein Strom liegt, übrigens sehr praktisch, ist bei mir nämlich gerade sehr akut. Ich tüftel aktuell an einer Doppelgarage, die ich mir extra für meine YouTube-Videos gemietet habe. Und da ist das Anker 555 Powerhouse wirklich äußerst praktisch. Neben ganz normalen Steckdosen könnt ihr auch zeitgleich 5 Geräte per USB-C oder USB-A anschließen bzw. den Zigarettenanzünder nutzen. Per USB-C kann zudem auch aufgeladen werden. Zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil sind das dann bis zu 300 Watt Aufladeleistung. Wer meinem Kanal schon länger folgt, hat vielleicht auch die Videos zur 521 oder dem 757 Modell gesehen und weiß, wie vielseitig die Möglichkeiten hier sind. Bei einem Stromausfall sitzt man zum Beispiel mit so einer Powerstation nie im Dunkeln und kann wichtige Geräte weiter betreiben. Man hat unterwegs, zum Beispiel im Auto, bei einem Wochenendausflug oder so, immer eine Steckdose griffbereit oder kann mit optionalen Solarpaneelen gratis Strom aus der Sonne tanken. Ja, bei Interesse findet ihr alle Links zum Anker Powerhouse 555 unten in der Videobeschreibung und schaut euch auch gerne die anderen Modelle an, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Bevor wir zu dem ganzen technischen Schnickschnack kommen, schauen wir uns erstmal an, was BQ so mit in den Karton packt. Es geht los mit 10 Meter knüppelharten PLA, welches, wenn überhaupt, nur im Notfall verwendet werden sollte. Das kleine Display samt Drehknopf kennt man zum Beispiel aus diversen Voron-Bausätzen und kommt von Big Tree Tech. BQ ist übrigens eine Marke von Big Tree Tech, die vor allem bekannt für ihre Hardware sind. Also Schrittmotortreiber, Mainboards und ähnliche Komponenten. Anscheinend bauen sie auch Gummienden, denn eine Miniaturversion des Big Tree Tech Maskottchens lag auch mit bei und gehört sogar zum offiziellen Lieferumfang. Der schon eingangs erwähnte Beschleunigungssensor wird, wie gesagt, zum Messen von Resonanzen verwendet und ist samt Kabel natürlich auch im Lieferumfang enthalten.
Kleinkram gibt es natürlich auch, also Schrauben für die Montage, ein wenig Werkzeug, ein USB-Stick, der bei mir übrigens leer war, ein LAN-Kabel, Stromkabel, ein Baudenschlauch und eine sehr minimalistische Anleitung. Die gedruckte Anleitung finde ich ehrlich gesagt sogar ein wenig irreführend, da sie mehr oder weniger abrupt aufhört, die Einrichtung zu beschreiben. Ich habe als etwas erfahrenerer Anwender einfach auf eigene Faust weitergemacht und erst hinterher herausgefunden, dass eine umfangreichere Anleitung digital runtergeladen werden kann. Das ist leider nicht sehr einsteigerfreundlich und hätte eleganter gelöst werden können. Weiter geht's, und zwar mit dem Filamenthalter, welcher mit Nutenstein oben auf dem Drucker montiert wird. Wie man an der X-Achse sieht, ist der Drucker zwar weitestgehend vormontiert, ein wenig was muss allerdings dann doch zusammengesteckt und geschraubt werden, schauen wir uns gleich auch noch genauer an. Auf den ersten Blick sieht alles ein wenig hochwertiger aus als bei ähnlichen Druckern aus China, und ich denke, das liegt primär an der eben angesprochenen Hardware-Expertise von Big Tree Tech, die man wirklich an jeder Ecke sieht und auch fühlt. Also Haptik und so weiter ist alles ein Schnuff hochwertiger, als man das so kennt. Ich denke, das kommt auch auf den Bildern gut rüber, dass wir hier eben kein klapperndes Billigzeug in der Hand haben, sondern dass das alles schon Hand und Fuß hat. Das Portal ist ebenfalls vormontiert und die werkseitig geschmierte Leitspindel mit einem Kunststoffüberzug geschützt. Wie gesagt, die Z-Achse wird einseitig geführt und ist per Upgrade auf eine zweiseitige Führung aufrüstbar. Die Basis ist optisch ansprechend verkleidet und besteht zum Großteil aus Metall. Das macht sich auch sofort im Gewicht bemerkbar und alles wirkt etwas massiver und schwerer als gewohnt. Das gilt auch für die Unterseite, die wir uns samt Inhalt nun genauer anschauen werden. Das untere Blech ist mit einigen Imbusschrauben versehen, welche schnell gelöst sind. Ein wenig überrascht hat mich der am Blech befestigte Lüfter, dessen Stecker auf das Mainboard geklebt war. Ich dachte erst, ich wäre zu dämlich, einen Stecker zu lösen, aber da war tatsächlich jemand richtig pfiffig und hat das Ding einfach festgeklebt. Erst wollte ich den Kleber lösen, habe mich aber dann doch dazu entschieden, einfach den Lüfter abzuschrauben, um die Buchse am Board nicht zu beschädigen. Da ist der kleine Kerl auch immer wieder das Big Tree Tech Logo, die produzieren anscheinend nahezu alles. Und das, wie wir gleich im Lautstärketest sehen werden, sehr ordentlich. Ordentlich ist auch die Verkabelung bzw. Kabelführung und alles sieht sehr sauber und durchdacht aus. Aufgrund der werkseitig installierten Clipper-Firmware ist ein leistungsstarkes Big Tree Tech Manta-Board verbaut. Damit alles performant läuft, sind hier 512 MB Arbeitsspeicher und eine 4-Kern-Cortex-CPU im Einsatz, also eher ein kleiner Computer als eine normale Steuerplatine. Die TMC 2209 Schrittmotortreiber, natürlich hauseigen produziert, sind gesteckt und können entsprechend leicht getauscht werden. USB, LAN und SPI-Anschluss werden auf die Rückseite geführt und die zwei SD-Karten-Slots sitzen vorne. Auf der mitgelieferten Micro-SD-Karte ist die Clipper-Firmware gespeichert. Das ist praktisch, da man so zum Beispiel sehr simpel Wi-Fi-Informationen auf die Karte speichern kann, beziehungsweise im Zweifelsfall die Firmware leicht neu aufspielen kann, wenn dies notwendig ist. Als kleines Gimmick ist noch ein Schaltplan auf der Innenseite des Bodenblechs aufgedruckt und insgesamt gefällt mir das ganze Elektronik- bzw. Technikkonzept beim BQ Huracan sehr gut. Und da das jetzt vielleicht ein wenig trocken war, hier die aus sehr guten Komponenten und Elektronik resultierende Praxis. Der Huracan läuft nämlich deutlich leiser als seine Konkurrenten von Creality, Anycubic, Elegoo und Co. Und das trotz mehr Lüfter, mehr Leistung und doppelter Bauteilkühlung. Die Montage ist minimal aufwendiger als bei den meisten Druckern, die man so kennt. Dennoch in etwa 20 Minuten von jedem Line erledigt. Nachdem man den Z-Motor demontiert hat, kann die X-Achse auf das Portal geschoben werden. Anschließend kommt der Z-Motor samt Spindel wieder dran und das ist auch schon die zusätzliche Montagearbeit, die viele andere Drucker nicht erfordern.
Anschließend wird das Portal mit der Basis verschraubt und ich schiebe die Basis dazu immer an eine Tischkante, um den Drucker nicht kippen zu müssen. Die Exzenterstücke der Rollen müssen bei jeder Achse so stehen, dass nichts wackelt und ein leichtgängiger Lauf gewährleistet ist. Dazu wird einfach der mitgelieferte Mausschlüssel verwendet, habt ihr vielleicht in dem einen oder anderen Video von mir schon mal gesehen, ist sehr einfach, darf aber auf keinen Fall ignoriert werden, weil das macht sich deutlich im Druck bemerkbar. Das Display wird an der Seite verschraubt und alle Kabel werden in die passenden Stecker gesteckt. Alles in der Anleitung beschrieben und die Kabel, die sitzen auch schon an der richtigen Stelle und sind entsprechend mit Textil ummantelt, alles wirklich sehr ordentlich. Die Kupplung kommt dann noch an den Extruder, übrigens komplett aus Metall und mit Doppelzahnrädern versehen, und der Kabelstrang samt Baudenschlauch wird dann abschließend mit Kabelbindern fixiert. Wie gesagt, alles sehr einfach und in etwa 20 Minuten erledigt. Leider hat der BQ Huracan manuelle Einstellräder. Ich persönlich hätte mir da lieber ein festes Druckbett gewünscht, welches das manuelle Ausgleichen überflüssig machen würde. So muss erstmal alles auf eine gleichmäßige Federvorspannung gebracht werden, um dann auf 5 vordefinierten Punkten möglichst gleichmäßig mit einem Blatt Papier oder so fein eingestellt zu werden. Ist alles manuell ausgeglichen, kann man das Auto-Leveling starten, bei dem die Microprobe 25 Punkte abfährt und ein Mesh erstellt. Also ein Netz, um Unebenheiten softwareseitig auszugleichen. Das kann man sich dann in Clipper auch sehr schön visualisieren lassen. Um auf die Mainsail-Web-Oberfläche der Firmware zuzugreifen, muss der Drucker ins Netzwerk. Entweder man steckt einfach ein LAN-Kabel ein oder man öffnet eine Config-Datei auf der MicroSD-Karte und speichert hier die Wi-Fi-Information des eigenen Routers. Die interne IP-Adresse wird dann auf dem Display angezeigt und kann über nahezu jedes Gerät mit einem Webbrowser geöffnet werden. Also am Laptop zum Beispiel einfach die IP-Adresse eintragen und zack ist man auch schon auf der Web-Oberfläche von Clipper und kann im Grunde alles einstellen und steuern, was der Drucker hergibt. Ich starte hier zum Beispiel einen Druckvorgang zum Einstellen des Z-Offsets. Auch der Z-Offset selbst wird dann am Laptop eingestellt. Man kann das Ganze zwar theoretisch auch alles über das Display direkt am Drucker machen, am Laptop ist das aber deutlich angenehmer und vor allem übersichtlicher. Der Z-Offset scheint zu passen, also können wir unsere ersten Druckaufträge starten. Als erstes habe ich ein Benchy von der MicroSD-Karte gedruckt. Anscheinend war das ein wenig hochskaliert, aber für einen ersten Test passt das schon. Während des Drucks kann über das Display nahezu alles eingestellt werden, also Geschwindigkeit, Flow, Lüfter, Z-Offset, Temperatur, alles was man so kennt. Die Web-Oberfläche kann nicht nur über einen Laptop, sondern wie gesagt über jedes Gerät mit einem Browser aufgerufen werden, also auch Smartphones oder Tablets. Alle Einstellungen können hier übersichtlich eingesehen und auch direkt eingestellt werden. Man hat hier in einer Live-Ansicht viele Informationen auf einen Blick und hätte man eine Kamera per USB angeschlossen, würde man auch diese hier sehen. Gibt es wie gesagt auch direkt von BQ zum Nachrüsten. Das ist wie gesagt keine eigene App oder so, sondern in diesem Fall einfach der Safari-Browser vom iPhone. Am Display selbst kann zum Beispiel noch die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingestellt werden und auch die Bauteilbeleuchtung ist RGB. Es geht also jede Farbe, die man will. In Clipper kann man theoretisch auch einstellen, dass die LED zum Beispiel abhängig von der Temperatur leuchtet. Den ersten Druck habe ich versehentlich abgebrochen, weil ich ohne Brille am Handy auf diesen roten Kreis gedrückt habe. Ja, das ist der Notaus und es wird alles ohne zusätzliche Meldung abgebrochen. Muss man ja auf jeden Fall auch testen, sowas. Aber halb so wild, wir machen jetzt erstmal mit etwas anderem weiter. In unserem Discord gab es eine kleine Diskussion über die erste Schicht bzw. die Höhe und Breite davon und ich habe ja im letzten Video gesagt, dass ich hier einfach nur mit 0,3 mm Höhe drucke, um da eine bessere Haftung zu erhalten. Allerdings habe ich jetzt mal was anderes ausprobiert und arbeite beim Huracan mit unterschiedlichen Linienbreiten statt nur der Schicht Höhe.
Stefan von CNC Kitchen hat dazu ein sehr interessantes Video online. Man verbessert so nicht nur die Haftung am Druckbett, sondern auch die Verbindung der Linien und stärkt so sein Modell. Ich habe hier einen Kompromiss für Optik und Stabilität in Cura eingestellt, also zum Beispiel 0,4 mm für die Oberfläche, damit diese schön hübsch bleibt. Man lernt eben nie aus und kann vor allem modellabhängig immer weiter optimieren. Wie eingangs gesagt, wird ein ADXL 345 Beschleunigungssensor mitgeliefert, der sowohl an der X- als auch an der Y-Achse Resonanzen messen kann. Wie der Vorgang genau funktioniert, wird detailliert in der Beschreibung erklärt. Im Grunde schraubt man den Sensor nur an den Druckkopf bzw. an das Druckbett und der Kalibrierungsvorgang wird per Befehl in Clipper gestartet. Nun werden diverse Schwingungen bzw. Frequenzen an die Achsen gesendet und ein entsprechender Ausgleich in der Software hinterlegt. Es gibt hier diverse Filter bzw. Algorithmen, die dann gezielt gegensteuern und so Probleme wie Ghosting und Ringing mindern. Im Klartext wird der Druck am Ende sauberer und Schwingung durch Beschleunigung und Bewegung ausgeglichen. So ähnlich wie das Gesicht von Dieter Bohlen in Instagram glattgezogen wird. Das ist ein sehr komplexes Thema und man kann, wenn man will, weit in den Kaninchenbau eindringen. Als Laie kann man allerdings mit simplen Schritten auch einfach davon profitieren. Macht einfach das, was in der Anleitung steht, und ihr erhaltet bessere Ergebnisse. Auch ohne exakt zu verstehen, was da im Hintergrund passiert. Ist doch gar nicht weiter schlimm. Leider nützt dieses Hintergrundwissen bei vielen eh nur zum Klugscheißen in irgendwelchen Kommentaren. Und das braucht ehrlich gesagt niemand. Selbstverständlich empfehle ich dennoch, sich schlau zu lesen und vor allem viel rumzuprobieren. Und dann kommt ihr auch weiter. BQ bietet leider gar keine Profile für den Huracan an. Bei mir sind da natürlich wieder alle Alarmglocken angegangen, aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen mal die Chance und gehe einfach nach Anleitung. BQ empfiehlt einen BQ B1, das ist ein alter Drucker, dass man den in Cura anlegt und die Dimension entsprechend anpasst. Das Standardprofil hat hier ehrlich gesagt ein paar merkwürdige Einstellungen hinterlegt, zum Beispiel ein sehr hoher Rückzugswert, und auch das Ergebnis sah mit diesem empfohlenen Profil in der Praxis nicht wirklich optimal aus. Merkwürdigerweise sichtlich schlechter als das vorgeslicete Modell von der MicroSD-Karte. Ich habe mir dann mal den G-Code dieser vorgeslicten Modelle angeschaut und siehe da, BQ hat hier selbst ein Ender 3 Standardprofil verwendet und verwendet selbst nicht dieses B1 Standardprofil. Schon mal sehr komisch. Mich erstaunt ehrlich gesagt immer wieder, wie wenig Mühe die Hersteller in ihre Druckprofile stecken, und wenn ich dieses Jahr auf der Formnext bin, werde ich jedem Hersteller damit in den Ohren liegen. Das verspreche ich euch hiermit feierlich. Ich habe dann selbst das Ender 3 Standardprofil mit kleinen Anpassungen verwendet und sehe da auf den Schlag ein besseres Ergebnis. Ich war ehrlich gesagt ein wenig verwundert, als ich bei der empfohlenen Druckgeschwindigkeit 60 mm pro Sekunde gelesen habe. Der ganze Hackmack, also Clipper, Input Shaper, RGB-Beleuchtung und dann 60 mm pro Sekunde. Klar, wir haben nur V-Rolls, eine einseitig geführte Z-Achse und keinen Direct Extruder. Aber mit dem ganzen Software-Krams und der Bauteilkühlung und so weiter, da muss doch definitiv mehr gehen. Ich habe mit 80 mm pro Sekunde angefangen und der Druck verlief mit PLA problemlos. Das 80 mm pro Sekunde Banshee sah sehr gut aus und vor allem die Oberflächen und auch die Überhänge haben mir sehr gut gefallen. Mit diesem 80 mm pro Sekunde Profil habe ich dann ein komplexeres Modell gedruckt und auch das verlief sehr gut. Die anfangs erwähnten Einstellungen für die erste Schicht haben sich übrigens bestens geschlagen und werden wohl der neue Standard in meinen Druckprofilen werden. Ich habe es hier zum Beispiel wirklich darauf angelegt, dass sich was von der Plattform löst, aber die gesamte Performance inklusive Retract-Verhalten trotz Bowdenschlauch wirklich sehr ordentlich. Der 80 mm pro Sekunde High sieht auch in den letzten Zügen sehr hübsch aus und auch das Lösen von der Druckplattform gestaltet sich dank magnetischer PEI-Federstahlplatte kinderleicht.
Ihr seht das selbst, alles sehr sauber und anständig gedruckt. Wer hier mit den vorgeschlagenen 60 mm pro Sekunde druckt, verschenkt einfach nur Zeit. Wir packen ein wenig was drauf und drucken jetzt mit 120 mm pro Sekunde. Hier sei gesagt, dass das nur ein dynamischer Wert ist. Die erste Schicht wird zum Beispiel deutlich langsamer gedruckt, Wände natürlich auch, und es ist eine Mindestzeit pro Schicht eingestellt. 120 mm pro Sekunde wird zum Beispiel bei der Füllung erreicht, die ja meist einen Großteil des Drucks einnimmt. Ich bin hier bei diesem Sunlu Meta PLA auch mal 5 Grad hochgegangen, vorher wurde damit 200 Grad gedruckt. Und siehe da, auch das 120 mm pro Sekunde Benchy sieht echt gut aus. Meiner Meinung nach sogar noch einen Tacken besser als das 80 mm pro Sekunde Benchy, da die 5 Grad mehr vor allem bei den glatten Flächen nochmal ein wenig sauberer aussehen. Die Druckzeit liegt bei den eingestellten 120 mm pro Sekunde, bei dem Benchy bei 59 Minuten. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten, wenn man bedenkt, dass so ein Standard-Benchy mit 50-60 mm pro Sekunde so ungefähr eine Stunde 40 Minuten dauert. Potenzial ist da definitiv vorhanden und gerade weil man Clipper im Grunde grenzenlos einstellen kann, geht hier definitiv noch mehr, wenn man will. Ich glaube, der maximale Wert ist irgendwo bei 180 mm pro Sekunde eingestellt, aber selbst der kann ja ganz leicht ausgeklammert werden, wenn man sich ein wenig auskennt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum BQ da nicht etwas mehr auf den Tisch haut und hier mit lahmen 60 mm pro Sekunde wirbt, aber naja, besser so als andersrum. Dieser schon gerade gezeigte Druck mit den ganz vielen Einzelteilen ist nicht nur in der ersten Schicht beeindruckend, sondern auch im späteren Verlauf. Kaum Stringing, der Extruder arbeitet wie er soll und auch während des Drucks checke ich immer wieder Motortemperaturen und so weiter. Ich würde mich hier nur melden, wenn ich da irgendwas Merkwürdiges messen würde. Ich kann wirklich nicht alles erzählen, was ich während so eines Tests mache. Beispielsweise auch die Riemenspanner, die funktionieren wunderbar für Y und X. Also da passiert auch sehr viel im Hintergrund, obwohl ich natürlich versuche, das Ganze hier so ausführlich wie möglich zu machen. Aber ihr sollt halt nicht einschlafen. Damit das mit den ganzen Einzelteilen und dem Wechseln zwischen den Teilen gut funktioniert, habe ich noch einen Z-Hop eingestellt, darüber haben wir das letzte Mal gesprochen und ansonsten gibt es hier noch 5 mm Retract bei 45 mm pro Sekunde, das sind halt Standard-Ender-3-Werte. Auch das Endergebnis sieht sehr sauber aus und das Lösen, ja das hat schon fast etwas Befriedigendes. Sehr schön. Genau so mag ich das. Die Kleinteile werden hier übrigens genutzt, um den Benchus Maximus zu bauen. Ich dachte mir, bei so vielen Benchys kann ich doch auch mal irgendwas Sinnvolles damit anstellen. Erinnert ihr euch vielleicht an die Zeit, als man aus Zigarettenschachteln so große Roboter gebaut hat, also aus leeren Schachteln? Ich weiß nicht, ob das allgemein ein Ding war oder ob das bei euch ein Ding war, aber wir haben damals wirklich diese Schachteln überall gesammelt, immer geguckt, wo ist eine leere Schachtel, haben die genommen und haben daraus riesen Roboter gebaut. Ich google das gleich mal gucken, ob das auch andere gemacht haben oder ob nur wir so drauf waren. Ja gut, dass die Zigarettenschachteln etwa 25 Jahre später gegen Benchys ausgetauscht wurden, denn der Benchus Maximus macht definitiv mehr her. Wie immer findet ihr Links zu allen gedruckten Modellen unten in der Videobeschreibung. Um die Präzision in der Höhe zu testen, habe ich noch diese 260 mm hohe Rakete gedruckt und auch hier verlief im Spiralmodus von Cura alles problemlos. Sehr schöne glatte Oberfläche bei 0,2 mm Schichthöhe, keine Beanstandung hier von meiner Seite. Die maximale Temperatur an der Düse liegt beim BQ Huracan bei 260 Grad. Aufgrund des PTFE-Schlauchs im Hotend sollte man mit maximal 240 Grad drucken, was ich hier mit Prusament PETG auch gemacht habe. Das Wechseln des Filaments geht mit Clipper über Makros sehr einfach. Makros sind programmierte Befehle, die der Drucker bei Ausführung einfach abspielt. Ihr seht das hier beim Entladen zum Beispiel kurz einziehen und dann ausgeben. Auch Temperaturen und so weiter kann man hier einstellen, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Es sind schon einige Makros werkseitig gespeichert, man kann wie gesagt auch selbst welche programmieren, Grenzen setzen hier eigentlich nur die eigenen Kenntnisse. PETG druckt der Huracan ohne Probleme, wir haben hier und da ein wenig Stringing, was bei diesem Material aber nicht ungewöhnlich ist.
Das Modell kommt mit fertigen Stützstrukturen direkt vom Designer, welche ich hier leicht entfernen kann. Gerade für so dünne Wände ist PETG sehr gut geeignet, da es eine gewisse Flexibilität mit sich bringt und eben nicht so spröde ist wie PLA. Das ist übrigens ein Gehäuse für eine neue 360-Grad-Kamera, welches es so eben noch nicht zu kaufen gibt. Ist sehr praktisch, so hat man die Kamera immer am Rucksackgurt und muss sie nicht in eine Tasche stecken und beschädigt die Linsen. Also ich habe das Ding jetzt schon 2 Tage in Benutzung gehabt. TPU, also flexibles Filament, lässt sich mit ein wenig Drehen und Fummeln relativ leicht laden. Über das Makro war es auch verlässlich eingezogen und trat dann sauber aus der Düse aus. Beim Druckvorgang selbst gab es dann allerdings Probleme. Nach ein paar Retracts verhedderte sich das Filament im Extruder und ich musste abbrechen. Fairerweise muss ich auch dazu sagen, dass ich hier sehr weiches TPU nutze, um das Problem zu verdeutlichen. Ist übrigens dasselbe Material, was ich beim SV06 mit Direct Extruder benutzt habe. Da habt ihr das gesehen, wie super weich das letztendlich war, aber da funktioniert es halt dank Direct Extruder sehr einfach. Steiferes TPU kann mit so einem Bausensystem gedruckt werden, doch ich wollte hier mal die Grenzen aufzeigen. Auch das Einstellen der Vorspannung am Extruder brachte keine Besserung. Da am Eitlerhebel gibt es immer so eine Schraube, die kann man einstellen und gerade bei weicherem Filament kann man hier den Druck auf das Material nochmal ein wenig ändern, um da bessere Förderung zu erhalten. Die maximale Heizbetttemperatur beim BQ Huracan liegt bei 100 Grad. Zumindest ist das so angegeben. Das Heizbett ist werkseitig isoliert und wechselt per Schalter die Heizzone. Das Ganze wird auf der Druckoberfläche visualisiert. Bei 100 Grad wird nur der innere Teil mit 110 x 110 mm beheizt und bei 240 Watt die vollen 220 x 220 mm. Gerade auf lange Sicht gesehen spart das logischerweise eine Menge Stromkosten und sollte eigentlich bei jedem 3D-Drucker Standard sein. Vor allem bei den Druckern mit sehr großer Druckfläche ist der kompletter Unsinn, 400 x 400 mm zu beheizen, wenn man nur ein kleines Benchy druckt. Auch die Lösung mit dem physischen Schalter finde ich sehr gut, da man so problemlos mitten im Druck einfach wechseln kann. Wenn es nur softwareseitig möglich wäre, würde man es wahrscheinlich öfter vergessen und so wird man mit 2 LEDs auch visuell dran erinnert und kann dann einfach umschalten. Die Gleichmäßigkeit ist allerdings nicht ganz perfekt und zeigt sowohl in der Mitte als auch am Rand Abweichungen. Bei 60 Grad sind das zum Rand hin 10 Grad, was andere Drucker besser machen. Das liegt teilweise an der sehr merkwürdig ausgeschnittenen Isolierung. Keine Ahnung, warum man da bei einem viereckigen Druckbett kreisrund ausschneidet, aber das macht technisch null Sinn und schadet für die Gleichmäßigkeit eher, als es hilft. Bei den maximalen 100 Grad funktionierte in meinen Tests die 100-Variante nicht. Ist nur die kleine Fläche angeschaltet, fährt die Firmware bei etwa 80 Grad runter. Das ist ein wenig merkwürdig und auch nirgendwo dokumentiert. In Clipper ist außerdem die maximale Temperatur auf 120 statt wie angegeben auf 100 Grad eingestellt. Bei 100 Grad und voller Heizfläche haben wir zum Rand hin wieder starke Abweichung, ihr seht das hier auf den Bildern. Stelle ich 120 Grad ein, klettert die Temperatur auch relativ zügig auf diese 120 Grad, die Firmware verabschiedet sich dann allerdings genau bei 121 Grad, weil das wohl so beim Überschreiten der Maximaltemperatur eingestellt wird. Da gibt es wohl keinen Puffer oder so, ist ein bisschen merkwürdig, wahrscheinlich Einstellungssache, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht genau sagen. Druckt man nur mit PLA und PETG, ist das aber alles vollkommen in Ordnung. Ihr werdet keine Einschränkung feststellen und die Abweichung der Temperatur, ja, die verzeihen euch PLA und PETG, ohne dass ihr es merkt. Wer allerdings mit anderen Materialien drucken will und den Druckkopf zum Beispiel gegen einen Druckkopf mit All-Metal-Hotend austauscht, wird die angesprochenen Probleme hingegen merken. Prinzipiell eine super Idee mit dem modularen Heizbett, leider technisch nicht sehr gewissenhaft durchgezogen und bei der Isolierung sogar ein wenig merkwürdig. Vielleicht gibt es da noch ein Update irgendwann, dass die Temperaturen und so weiter ein wenig besser geregelt werden und das mit der Isolierung kann man eventuell selber fixen, hätte aber schon von Werk aus perfekt sein können. Ich persönlich finde den BQ Huracan richtig gut. Ich persönlich bin aber auch sehr technikbegeistert und mag das Ganze drumrum.
Gerade Clipper, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten und Statistiken, auch der Workflow ist super. Ich slice zum Beispiel mit Cura, lade dann den G-Code in meine iCloud hoch und starte den Druckvorgang dann über die Cloud am Smartphone. Das klingt für mich wie Musik in den Ohren. Andere halten vielleicht verständnislos ihre SD-Karte in die Luft und zucken mit den Schultern. Auch die Upgrade-Möglichkeiten gefallen mir sehr gut und die hervorragende Verarbeitung bzw. auch die hochwertigen Komponenten runden das ganze Paket für mich ab. Für den aktuellen Preis von knapp 450 Euro ist das verdammt viel Technik und Qualität für den Preis. Auch wenn, wie gezeigt, bei den Druckprofilen und auch bei dem modularen Heizbett noch viel Luft nach oben ist. Eine Empfehlung geht daher primär an Technikfans raus, die bei diversen Codezeilen, Sensoren, Weboberflächen und auch den Anschlussmöglichkeiten keine Abschreckung, sondern eher Begeisterung spüren. Ihr merkt schon, das ist alles sehr typabhängig und kann man vielleicht auch mit dem Autobereich oder so vergleichen. Wer gerne in Tesla einsteigt und diese ganzen Assistenten und so weiter mag und die Möglichkeiten und hier Optimierung und da Minimalismus, ja, der ist vielleicht mit dem Huracan besser bedient und wer einfach einsteigen will, erster Gang manuell kuppeln möchte, der kann dann halt auch einen alten Drucker kaufen, der konventionell einfach sehr gute Ergebnisse bietet. Ja, unterm Strich kommen auch beim Huracan super Druckergebnisse raus, die man dann eben mit dieser ganzen Technik noch entsprechend optimieren kann. Anfänger und eben weniger Technikbegeisterte sollten dann vielleicht eher zu einem Viper greifen, sparen dann vielleicht noch ein bisschen Geld. Ender 3 V2 Neo wäre eine gute Alternative. Oder auch der Prusa Mini, vor allem weil Prusa das mit den Profilen hinbekommt. Ja, also da, deswegen empfehle ich auch nach wie vor immer Prusa, weil die halt so ein richtig schönes System zwischen Hardware und Software bieten. Ich frage mich, wann die anderen da kommen. Ja, Bamboo Lab soll auch ganz cool sein. Ich hatte bisher leider noch nicht die Möglichkeit, da einzutesten, aber irgendwann kriege auch ich ein X1. Muss ich leider wahrscheinlich noch ein bisschen drauf warten. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare und joint auch unserem Discord-Channel, um euch eben mit Gleichgesinnten kurz zu schließen. Alle Links zu den Druckern, Filamenten, dem Zubehör und so weiter und auch den Modellen natürlich gibt es unten in der Videobeschreibung. Kauft ihr über einen von diesen Links, ihr könnt auch einfach irgendeinen Shop über meine Links betreten und dann irgendwas anderes kaufen, dann unterstützt ihr meinen Kanal, ohne einen Cent mehr zu bezahlen und dann sind auch weiterhin so ausführliche Videos hier möglich. Wie gesagt, ihr habt es am Anfang in der Integration gesehen, ich plane gerade noch so ein kleines Studio und so weiter, da soll noch ein bisschen mehr mit Laser und so. Ich plane da einiges im Hintergrund und das ist alles sehr gut reinvestiert. Ihr werdet sehen, dafür, wie gesagt, für den ganzen Support, dass ich das überhaupt hier machen kann, bin ich euch wirklich, wirklich, das ist nicht so ein dummer Spruch, bin ich euch wirklich sehr dankbar. Jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis denn. Peace.